Willkommen zurück in Skyrim. Wir kommen gerade aus dem Tempel von Mirak, aka Cthulhu. Und hier die gute Freya, die will, dass wir ihr Dorf befreien, weil der olle Mirak, aka Cthulhu, versklavt ist. Ganz einfach. Ich hoffe, da finden wir ein Bett, weil ich muss dringend schlafen. Skaldorf entdeckt. Toller Name. Erstmal was kochen. Achso, ich habe ja alles Salz verbraten, also kann ich auch nichts kochen. Werte Dame, oh, ein Schlafplatz. Das kann man da. Nein, da kann man nicht schlafen. Das ist nur ein Deko-Schlafplatz. Super. Ach, Uschi. Uschi. Ich darf auch nicht das Hakerfleisch mitnehmen. Ich will schlafen. Aber hier sind alles nur verschlossene Häuser, die ich natürlich einbrechen könnte. Aber ich darf nicht. Das ist hier Holz. Oh, jetzt nicht. So, was will sie denn eigentlich von mir? Da. Vater, ich bin wieder da. Es gibt noch Hoffnung. Was machen die da? Was habt ihr zu berichten? Können unsere Leute befreit werden? Ich verstehe kaum ein Wort. Aber ich habe jemanden mitgebracht, der einige Dinge gesehen hat. Er hat bestätigt, dass Mira also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Aber wie ist das möglich? Nach all der Zeit? Ich fürchte, es gibt zu viel, was wir noch nicht wissen. So, muss ich wir müssen Storm berichten, was wir gesehen haben. Bitte sagt Storm, was passiert ist. Ich sage Storm, was passiert ist. Wer ist denn Storm? Der hier. Meine Magie. Ich habe Mirak gesehen. Ebenso wie. Woher wisst ihr das? Er hat gesagt, er sei Mirak. Ach nee, ich habe ein Buch gefunden. Genau. Die Legenden erzählen von diesem Ort. Am Tempel fanden grausame Schlachten statt. Die Drachen legten ihn in ihrem Zorn in Schutt und Asche. Sie sprechen auch von etwas Schlimmerem als Drachen, das darin begraben ist. Kaum vorstellbar. Doch wenn es stimmt, es bedeutet, dass das, was ich befürchtet hatte, eingetreten ist. Mirak war niemals ganz fort. Und nun ist er zurückgekehrt. Wenn ihr dorthin gehen und ihn aufsuchen könntet. Seid ihr wie Mirak? Seid ihr ein Drachenblut? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dahin will, wo er war, weil da waren Tentakelfressen und... Dann seid ihr wahrscheinlich mit ihm verbunden. Die alten Geschichten sagen, dass auch er ein Drachenblut war. Ich bin mir nicht sicher. Es kann bedeuten, dass ihr uns retten könnt. Oder es bedeutet, dass ihr den Untergang bringt. Doch unsere Zeit hier läuft ab. Die wenigen von uns, die noch nicht unter fremder Kontrolle stehen, können sich nicht mehr lange schützen. Ihr müsst nach Serings Wacht reisen. Er lernt das Wort, das Mirak vor langer Zeit lernte, und nutzt dieses Wissen am Windstein. Vielleicht könnt ihr unsere Leute aus ihrer Versklavung befreien. Das klingt übel nach Bosskampf. Also in Miraks Welt eintreten, wo auch immer er war, mit dem Wort, was ich da noch lernen muss, und ihn dann wahrscheinlich bezwingen. Das klingt ganz übel nach Bossfight. Was wisst ihr über Mirak? Das meiste Wissen um ihn ist mit der Zeit verloren gegangen. Er war ein Drachenblut. Und doch diente er den Drachen. Ein Priester ihres Ordens. Hochgeschätzt und sehr mächtig. Dann wandte er sich gegen sie und wurde zu etwas, was sie fürchteten. Er wurde vor langer Zeit besiegt, aber offenbar nie vernichtet. Aha. Was meint ihr mit euer Volk von der Kontrolle befreien? Na, ihn töten, du Napfsülze. Ein dunkler Einfluss hat sich ihrer bemächtigt und zwingt sie, sich zu vergessen und gegen ihre Natur zu handeln. Zuerst war es nur bei Nacht. Doch jetzt verbringen sie jeden Moment mit dem Bau eines seltsamen Schreins um den Windstein herum.
Ich glaube, wenn der Schrein zerstört werden kann, sind die Skal wieder frei. Okay, vielleicht muss ich ihn doch nicht ganz besiegen, sondern nur seinen Schrein kaputt machen. Nirak steckt hinter den Machenschaften in unserem Dorf. Und darum ist sein als Drachenblut erlangtes Wissen der Schlüssel dazu. Ihr seid auch ein Drachenblut. Auch ihr könnt diese Macht beherrschen. Vielleicht mit einem besseren Ausgang. Gut, gut. Dann wissen wir ja, was wir machen müssen. Ich muss jetzt aber erstmal in die Haia gehen. Kann man hier in einer großen Halle irgendwo schlafen? Ja, das sieht ganz gut aus. Kann man natürlich alles nicht mitnehmen. So, wo ist jetzt hier? Nee, gibt hier auch keinen Schlafplatz. Hier oben vielleicht? Bitte ein Schlafplatz. Bitte, bitte. Oh Gott, ein Schlafplatz. Ein fremdes Bett. Ich will da schlafen. Ich will da schlafen. Scheibenkleister. Nirgendwo kannst du pennen in dem Ding hier. Geht's hier raus? Oder rein? Ach so. Nach Solstheim wieder. Ja, ich weiß ja. Wir gehen auch gleich wieder raus. Also rein, weil irgendwie scheint es hier. Ich breche gleich in so ein Haus ein. Aber das sind ja alles fremde Betten. Unglaublich. So, was ist jetzt unser Ziel? Jetzt ist unser Ziel, das ist eine gute Frage, was jetzt unser Ziel ist. Irgendwo sollten wir ein Wort erlernen. Aber ich sehe nicht, wo wir das Wort erlernen sollen. Eigentlich angeblich in die Richtung. Da. Bevor ich das mache, wir reisen jetzt erstmal. Ne, warte mal, wo war der Hafen? Rabenfels. Wir reisen jetzt bitte erstmal nach Rabenfels. Und legen uns da irgendwo aufs Ohr. Erstens können wir nämlich aufsteigen und zweitens sind wir kurz vorm Umkippen. Ist die Frage, was von diesen hässlichen Gebäuden hier ist die. Wenn ihr nach einer Überfahrt nach Rabenfels sucht, dann habt ihr Pech. Ich suche nicht nach einer Überfahrt nach Rabenfels. Ich suche nach der Kneipe. Willkommen im Rabenfels. Kann ich euch mit ein paar guten, aschgewachsenen Erzeugnissen... Was hat der gerade gesagt? Verlassenes Gebäude. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier... Und ein Händler wäre auch nicht schlecht. Was ist das? Ist das jetzt Zugang zu Rabenfels? Kann ja mal gucken. Guten Tag. Nee, das sieht mir irgendwie wie der Ausgang aus. Jo, können wir gleich wieder reingehen. So viele Orte und keiner weiß. Guten Tag. Verzeiht, aber der Tempel ist nur für die Gläubigen. Ich will ja auch nur schlafen gehen. Ich kann nicht schlafen. Im ganzen Kabuff hier kannst du nirgendwo schlafen. So. Was ist denn, wenn ich da reingehe? Kann ich euch helfen? Ja, ich suche ein Bett. Geht zum Morwein-Anwesen, wenn ihr Probleme mit jemandem habt. Der zweite Rat, Herr Arano, wird sich darum kümmern. So, Entzaubern. Haben wir noch irgendwas? Sturmklaue. Ach, das ist... 30 Punkte Blitzschaden. War das dieses Schwert, was ich da... Vampirrüstung der Zerstörung. Ne, die hatte ich ja an. Diadem der Beschwörung, das habe ich auch an. Den Rest kann man nicht. Sturmklaue ist die Frage. Nee. Ich brauche ein Bett. Nein, es gibt aber auch kein Bett hier. Nur ein Bettchen, bitte. Wer bist du? Ihr wollt nach Ebenerz schreien? Da! Das sieht mir doch ganz übel nach. Ich arbeite für Morgul. Wenn ihr ein Problem habt, sprecht mit ihm. Ist das hier eine Kneipe? Bin mir nicht sicher.
Wollt ihr was kaufen oder euch bloß an unserem Unglück ergötzen? Letzteres. Schrecklich. Einfach ja, warte mal. Willkommen im spuckenden Netz. Ich möchte ein Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. So. Ich zeige euch euer... Ja, warte, ich muss nur kurz, damit das auch wirkt, was ich hier gleich mache, muss ich mal ganz kurz hier im Gameplay das ausschalten. So, also Überlebensmodus wieder anschalten. So, zeig mir mal das Bettchen, bitte. Wie ich es angefordert hatte. Wir wissen beide, guck mal, mir geht's schon ganz, schlecht. Es interessiert mich nicht, ob ihr noch Freunde bei der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. So, alles andere können wir uns dann angucken. Sie haben uns vor langer Zeit uns selbst überlassen. Eure Kontakte bedeuten hier rein gar nichts. Wo läuft er denn hin, bitte? Okay, scheint hier links zu sein. Jo, sehr schön. Lasst mich wissen. Ist okay. So, wir haben PM. Dann machen wir mal auf. Machen wir mal 8 Stunden schlafen hier so. Und dann können wir auch aufsteigen. So, wir haben. Wir gehen natürlich auf Magika. Nein, mach das nicht. Doch, mach ich. So, wir haben einen Punkt. Beschwörung haben wir 32, Zerstörung haben wir 47. Ich glaube, es reicht immer noch nicht, richtig? Nee, reicht immer noch nicht. Wir hätten hier noch verstärkter Frost, verstärkter Blitz. Was hatten wir da hinten noch? Runenmeister. Nein, das wollte ich ehrlich gesagt nicht. Dann ist es um diese Welt. Was ist denn jetzt kaputt? Ich habe nichts gemacht. Den du vergessen hast. Was ist denn los? Hier schuften wir. Auf das wir uns erinnern. Ich bin ein bisschen verwirrt. Bis nachts holen wir uns wieder. Okay, Moment mal. Kann es sein, dass ich jetzt auch zu so einem Zombie werde? Das wäre in der Tat blöd. Magie, ich guck mal ganz kurz, was habe ich jetzt wenigstens ausgeschlafen? Ja, ich habe ausgeschlafen, aber ich muss jetzt was essen. Jetzt hat das mit dem Aufsteigen natürlich nicht geklappt. Aber mal ganz ehrlich, da machen wir gleich Folgendes. Da behumsen wir gleich das Spiel mal ein bisschen. Aber erstmal essen wir was. Frisches Fleisch, nee, grüner Apfel, Kaninchenkeule, ist glaube ich ganz gut. So, Magen ist gefüllt. Kohlsuppe, lecker. So, Kohlsuppe, ich bin satt. So, da müsste ich jetzt, oder? Kann ich doch noch einen Punkt versetzen. So, Talente zu verbessern. Zerstörung geht noch nicht. Beschwörung geht auch noch nicht. Wo haben wir noch Punkte reingesetzt? Illusion, ne? Obwohl ich noch gar keinen Illusionszauber habe. Toll. Was mache ich denn jetzt mit dem Punkt? Ich glaube, ab 50 kann ich wieder einen Punkt vergeben, oder? Feuerschaden flieht das Ziel, wenn seine Gesundheit sehr niedrig ist. Ja, ich weiß nicht, ob das so pralle ist. Einschlag, danach gab es auch nichts. Runenmeister gab es auch nicht. Hier, was ist denn das hier? Zerstörung Adept geht auch ab 50. Für Hälfte der Magika ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? Ja, aber da müssen wir halt noch 3 Punkte machen. Was bei Tag? Alte Guschen. Ich mache jetzt mal kurz eine Schnellreise. Dazu muss ich leider schon wieder das hier machen, obwohl ich eigentlich verkaufen wollte. Sonnenstein, wo hat denn der mich abgesetzt? Mal ganz kurz mal über die Hälfte der Karte geschubbert. Da oben müssen wir hin. Warte mal, was haben wir da? Nehmen wir mal das Galdorf. Warum geht das nicht? Erstmal weit von uns entfernt. Halt die Guschen. So, kann ich mich da jetzt hin bewegen? Jo. Wer ist das? Juhu, die Sonne. Das ist natürlich blöd, weil... Naja, wird auch so gehen.
So, warte mal, wie kommen wir denn da am besten lang? Ja, Richtung stimmt irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, jetzt hier querfeld einzulatschen. Halte ich sogar für einen sehr ungünstigen. Ich speichere mal ganz kurz. Ungünstiges Ding. Ah, ich werde weggespült. Hier, das können wir mal kurz entdecken. Da sind nur die Zombies am Werkeln. So, sieht das... Nee, das sieht gar nicht gut aus. Weiß nicht, ob ich hier sein möchte. Warte mal. Mal kurz gucken. Ob ich hier so raufkomme? Ich hoffe ja. Ein Karnickel! Ich glaube, ich habe es verdampft. Wo ist es hin? Mann, du blödes Viech. Ich habe es verdampft. Ah! Irgendwo muss es noch sein. Pfahlwurzel nehmen wir auch mal mit. Irgendwann müssen wir ja Alchemie mal nach oben bringen. So, jetzt ist die Frage. Ist das gut hier, was ich hier mache? Keine Ahnung, wer hier ist. Wer ist denn da? Hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Schon wieder diese komischen Masken. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Aber das hier nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So. Oh. Naja, so viel wert ist die aber auch nicht. Man denkt erst, boah, was für eine pralle Rüstung, aber dann 400, naja, für das Gewicht, nee, eher nicht. Bitte? Irgendwo ist da ein Drache. Kuckuck. Ich frage, wo? Ach, da, ich sehe ihn. Kuckuck. Greift der da an? Ich bin's nicht. Aber da müssen wir sowieso lang. Kuckuck. Warte. Ein Feuerarsch beschwören. Warum geht das nicht? Also, weil ich keinen Magiker habe. Sehr gut. Objekte, Zaubertränke. Kleine Heilung. Zauberkrank der kräftigen Magiker. Jetzt können wir das nicht beschwören. Es geht schon wieder nicht. Dann halt nur so einen einzelnen. So, dann halt nur einen. Der geht auch nicht. Ah, einer hat geklappt. So, Feuerblitz. Wo sind eigentlich meine ganzen... Ach, die sind weg. Ist okay. Ja! Wer zum Henker schießt da? Hört auf mich zu schießen. Bekämpft ihr den Drachen? Ja, komm, Hilda. Moment, ich muss mich mal ganz kurz heilen. So. Und jetzt muss ich noch mal hier Feuerblitz. What? Blödes Vieh, komm runter. Das Problem ist, er kommt runter. Eigentlich will ich das gar nicht. Nein, nein. Das ist eigentlich eine blöde Idee, was ich hier mache, ne?
würde ich mal sagen. La-la-la-la-la-ta-ta-ta. La-la-la-la-la-la-la-la. Schade, dass ich hier die ganze Magika reinzecke mir, ne? So, warte mal, was, im Moment hat er Kräfte. Haben wir noch irgendwelche Resistenzen? Wundertrunk der Magieresistenz. Magieresistenz, aber der blöde Drache. 60 Sekunden lang, Prozent längere Dauer. Gesundheit wiederherstellen. Was ist Gesundheit gestellt? Wiederher. Aha. Magie wiederherstellen, schwere Rüstung verstärken. Gut, erstmal heilen. Ah, Hilfe! Hilfe! Oh, wo ist er? Irgendwo hinter mir, ne? Ich weiß, dass er hinter mir ist. Ja, töte ihn, genau. Ja, so gut, gut machst du das. Jetzt habe ich keine Magika, Mana mehr. Warte mal, was haben wir denn noch hier? Haben wir noch irgendwas? Nein. Warte mal, wo ist denn der Zauberstab? Vampirfürst, ja gut, aber wo ist der Zauberstab? Ich hatte den Zauberstab auch schon mal. Beschworenes Schwert, nein. Aha! Ich töte dich! Ich glaube, er ist schon tot. Kannst aufhören. So, zurückverwandeln. Habe ich mich zurückverwandelt? Jo. War jetzt nicht so effektiv, was ich da gerade getrieben habe, aber mein Gott. Das Vieh ist tot. So, was haben wir denn dabei? Warum bin ich jetzt auch schon wieder... Ah ja, okay, ich weiß. Wir haben immer noch den Überlebensmodus aus. Deswegen habe ich mehr Tragkraft. So, das ist also... Eigentlich ist das... Ich halte das für einen Fehler, aber gut. Kleine Heilung, bauen wir nicht Zaubertrank der Heilung. Wo ist denn mein... Essenz der zusätzlichen Magie wird schlechtig um 80 erhöht? Nee. Zaubertrank Magika wiederherstellen. Ja, nicht so viel, ne? So. Jetzt müssen wir, glaube ich, da rein. Waffe. Dämmerbrecher. Wo ist denn Stab der... Feuer. Eigentlich habe ich den hier irgendwo da. Kuckuck, ist da wer? Bam. Würde sagen, ich habe ihn erlegt. So. Jetzt ist die Frage. Nee. Nein! Nein, nein, lauf mir nicht hinterher. Wie wäre es mit hier? Nee, oder? Okay, das nehmen wir auf jeden Fall. So ist nicht. Heilung, Magika, ist auch okay. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir denn hin? Wo ist denn hier der Eingang? Ach, hier ist das Brot. Ja. Nein, nein, nein. Ach, das wollte ich jetzt gar nicht. Kannst du ihn mal bitte töten? Warte mal, Moment, ich hab's gleich. Nesselfluch, nein. Umarmung des Todes, unerbittliche Vampir. Ach, komm jetzt hier. Mach den jetzt als Vampirfürst kaputt. So, bin ja nicht umsonst Vampirfürst. Zurückverwandeln. Das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, ist diese übermäßig lange Dauer von Zurückverwandeln. Ja, du stehst und stehst und stehst und dann hast du dich endlich mal zurückverwandelt. 5 Jahre später. Ist es so hell?
Habt ihr euch je gefragt, ob es schmerzt, wenn einem die Seele aus dem Leib gerissen? Ach, hör auf zu quasseln. Guck ja gleich. Ich bin nur ganz kurz hier. Warte mal. Streikom, Stahlwind, Zwergenabschied der Alchemie, Wirksamkeit gewonnen. Wird um 15. Oh, das nehmen wir mal. Zaubertrank der Frostresistenz. So, gib mal das Wort her. Wir sehen das schon bald. Wort der Macht, Erde, Willen, beugen. Wende den Schrei auf den Windstein an. Okay, was ist das hier? Hast du da irgendwas Spannendes für mich? Warte mal. Was sind das für Dinger da? Der sengenden Hitze? Na, ich will das mit der sengenden Hitze haben. Der Glut und der sengenden Hitze. Danke. Das scheint mir ein bisschen was wert zu sein. Kann ich mich jetzt noch bewegen? Ja, noch geht das. Den hatten wir schon untersucht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe jetzt mittlerweile einige Schreie gelernt. Die ich allerdings erstmal... Was ist denn Drachenform zum Beispiel? Ich will da nur sehen, was es ist. Ach, da steht's. Du nimmst einmal pro Tag eine Drachenform mit kolossalen Schlägen, einer Panzerhaut und mächtigen Schreien. Okay, das klingt okay. Was haben wir da noch? Kühnes Frieden, also das die Drachenform will ich auf jeden Fall lernen. Lebenskraft entziehen. Entzieht dem hilflosen Gegner gleichzeitig magische und sterbliche Energie. Klingt auch lustig. Was haben wir da? Willen beugen. Deine Stimme beugt mit zunehmender Stärke den Willen von Steinen. Von Steinen! Ja, so einen Steinwillen wollte ich schon immer mal beugen. Und sogar Drachen. Kann man die dann kontrollieren? Ätherische Gestalt. Also ich habe mittlerweile schon einige hübsche Sachen gelernt. Vor allem die Drachenform würde mich natürlich interessieren. Aufladen. Aber ich habe keine... Wo steht denn, wie viele Drachenseelen ich habe? Ich habe da unten. Zwei habe ich. Und hier für die Drachenform bräuchte ich vier. Dafür bräuchte ich 32. Das ist ein bisschen herbe. 24. 12, 16, 36. Mhm. 16, 8, ätherische Gestalt 16. Also die Drachenform ist tatsächlich noch die billigste. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss dringend mehr Drachen erschlagen. Wen hat sie hier zerrissen? So, aber jetzt muss ich definitiv... Wen hat sie hier zerbraten? Muss ich definitiv schlafen und vor allem verkaufen. Problem ist, jedes Mal, wenn ich schlafe, scheine ich woanders aufzuwachen. Wo müssen wir denn hin? Wo ist denn dieser Sonnenstein, den wir da ansammeln? Ach da, direkt um die Ecke. Okay. Aber das klang so verdächtig nach... Oder machen wir das gleich? Ach komm, machen wir gleich. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Bis dann denn. Haha, nochmal ein Cliffhanger. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi.